Hallo, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer spannenden, tollen neuen Folge zu Phoenix Wright und die anderen. Ein Klassiker bei uns. Wir haben so ziemlich alles ausprobiert, was wir haben, und wir sind zu der Lösung gekommen, dass wir hier, vielleicht wurde die Waffe in den Artilfus geworfen, während ich ohnmächtig war, haben wir herausgefunden, dass dieses Foto ein sehr heißer Hinweis ist, denn wie der Christopher gerade eben richtig bemerkt hat, sind hier Spuren drauf zu sehen. Es sind aber nur Spuren in eine Richtung zu sehen. Es ist nicht zu sehen, wie das Mobil wieder wegfährt. Ich gebe zu, dass dieses Foto etwas beweist. Es beweist, dass das Schneemobil am Mordabend benutzt worden ist. Du hast wohl endlich das Unvermeidliche akzeptiert, Miles Edgeworth. Jedoch, wenn die Aussage der Zeugin zutreffend ist, warum ist dann nur eine Spur zu sehen? Christopher, du bist so gut. Ah, warum nur? Was meinst du damit? Iris verließ den Hasakura-Tempel, warf die Waffe in den Fluss und kam dann zurück. Wenn das der Fall wäre, dann sollten eigentlich zwei Spuren im Schnee zu sehen sein. Die von der Fahrt zur Brücke und die vom Rückweg. Du hast recht. Hupf. Du hast eine Sache vergessen, Miles Edgeworth. Am Mordabend hat es geschneit. Die Spuren, die zur Brücke hingeführten, sind vom Schneefall verdeckt worden. Das hebt deine wertvolle Widersprüche auf, nicht wahr? Verstehe. Als er beim Fluss war, hörte Ed auf zu schneien. Sodass nur die Spuren vom Rückweg zu sehen sind. Und was sagst du jetzt, Miles Edgeworth? Gibt es einen Fehler in Ihrer Theorie? Diese Idee, dass der Schneefall eine Spur bedeckt. Es gibt einen Widerspruch. Das dachte ich mir. Nämlich den Wetterbericht. Ja, genau. Endlich kommt er. Die Spuren zu dem Fluss waren mit Schnee bedeckt. Was für eine nette Theorie. Aber Franziska, das ist unmöglich. Was? Würdest du mir freundlicherweise erklären, warum da so ein unfreundlicher Zeigefinger in meine Richtung deutet? Ich zeige dir 5 meiner Finger. Nö, sage ich dir nicht. Das Beweisstück wird alles für mich erklären. Am Mordabend fuhr der Mörder zur Dämmerbrücke und wieder zurück, um die Mordwaffe zu entsorgen. Ja, die Spuren zur Brücke wurden zugeschneit. Das behauptet zumindest Frau von Karma. Der Edgeworth, legen Sie Ihren Gegenbeweis vor. Den Beweis, dass die Spur zur Brücke nicht mit Schnee bedeckt war. Meinst? Wirklich? Naja, was denn sonst? Ach doch. Zeugin, bitte nennen Sie uns erneut die Uhrzeit, zu der Sie das Verbrechen gesehen haben. Wie ich schon sagte, es war so gegen 23 Uhr. Natürlich heißt das, dass die Waffe nach dieser Zeit fortgeworfen worden ist, richtig? Diesbezüglich sehen Sie sich bitte diese Daten an. Das ist der Wetterbericht vom Adlerberg am Mordabend. Der Wetterbericht? Um 19 Uhr fing es an zu schneien, aber es hörte so gegen 22.50 Uhr auf. Ist klar. Also, als die Schwester das Verbrechen um 23 Uhr beobachtet hat, hat es bereits aufgehört zu schneien. Es ist unmöglich, dass Spuren nach dieser Zeit zugeschneit worden sind. Ah! Ich weiß ja nicht. Im Wetterbericht so Aussagegreif ist in einer Gerichtsverhandlung. Ruhe! Nein! Also gut. Es sieht so aus, als wäre Frau von Karmas Behauptung eingeschneit worden. Oh. Aber es ist noch zu früh, diesen Fall auf die Runde eines des Schnees zu schließen.
Minus ich, Bert. Wir haben selig von dir, dich auf einen Wetterbericht zu verlassen. Dann beantworte mir bitte Folgendes. Wann ist dein Wetterbericht jemals richtig gewesen? Ja. Ah, nein. Sie irren sich. Das ist keine Vorhersage. Das sind die tatsächlichen Daten. Aber... Vorhersagen, Daten, alle Wetterberichte haben Ungenauigkeiten. Es hätte nach 23 Uhr immer noch schneien können. Das stimmt. Das können wir nicht ganz eindeutig wissen. Was? Wie hat sie das geschafft? Es hatte beim Hakuna Matata-Tempel aufgehört zu schneien, als der Mord passierte. Ja, das müssen sie eindeutig beweisen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Oh. Na schön. Ich kann nicht erlauben, dass bei dieser Aussage Zweifel bestehen bleiben. Ha! Du kannst einfach keinen Rückzieher machen. Welche Perfektion, Miles Edgeworth. Also gut, Herr Edgeworth. Wo ist der Beweis dafür, dass es nicht mehr geschneit hat, als das Opfer getötet wurde? Warte. Als das, das ist nicht mehr geschneit hat, als das Opfer getötet wurde. Vielleicht das Mordbild? Ja, das suche ich gerade. Nein, das nicht. Das ist das Mordbild. Genau. Oh, cool. Hat sich extra in Pose gesetzt. Genau, ihre Zeugenaussage. Elises Autopsie. Tatort da. Da. Ja, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt, weil dann wäre ja Schnee auf der Leiche. Ja. Letztendlich kommt alles auf einen Punkt. Und der wäre, ob es in dem Innenhof geschneit hat, als das Opfer erstochen wurde. Stimmt. Aber das zu beweisen ist... unglaublich einfach. Was? Wenn wir wissen wollen, ob es geschneit hat, kann es uns dieses Foto zeigen. Natürlich meine ich damit das Tatortfoto. Wenn Sie sehen können, ist alles mit Schnee bedeckt. Mit nur einer Ausnahme, die Leiche. Und der wäre... Oh, ich glaube, ich hänge. Wieso? Wo hängst du? Wo hast du dich dran aufgehangen? Ah, das Topfer. Das Topfer? Das Opfer selbst. Frau Elise Düxnim. Jetzt geht's wieder. Warum liegt kein Schnee auf ihr? Die Antwort ist einfach. Weil es aufgehört hatte zu schneien, als sie ermordet worden ist. Deshalb. GNNNGH. Mit anderen Worten, wenn der Mörder wirklich zum Adlerfluss fuhr, um die Mordwaffe zu entsorgen, dann sollte auf diesem Foto hier zwei Spuren zu sehen sein. Ah! Du musst übrigens ein bisschen auf die Zeit achten, ich habe vergessen, meinen Wecker zu starten. Ja, ich habe das. Ruhe, aber was willst du damit sagen, Miles Edgeworth? Ehrlich gesagt, bin ich mir selbst nicht ganz sicher, aber... Das ist einfach das, worauf alle Tatsachen deuten. Deut. An jenem Abend hat jemand das Schneemobil benutzt, um den Hazakura-Tempel zu verlassen. Hakuna Matata-Tempel. Den Spuren nach kann man annehmen, dass sie zur Dämmerbrücke fuhren. Zu jenem Zeitpunkt hat es noch immer geschneit. Natürlich hat es das. Wenn diese Spuren waren verschwunden. Dann, als diese Person zum Hazakura-Tempel zurückkehrte, Hakuna Matata-Tempel, hat es aufgehört zu schneien. Deshalb sind die Spuren des Rückwegs zu sehen. Kann ich etwas sagen? Das hört sich alles ein wenig seltsam an. Naja. Was denn, Schwester? Es gibt nur einen Schlüssel für das Schneemobil. Außerdem wissen wir, dass die Angeklagte ihn an jenem fraglichen Abend hatte. Der Schlüssel wurde nach dem Mord in ihrem Zimmer gefunden. Das kann nur heißen,
dass Iris an jenem Abend das mit dem Schneemobil zum inneren Tempel gefahren ist. Aber Iris hat gesagt, dass sie überhaupt nicht dorthin gegangen ist. Ich sollte diesen Punkt wohl besser angreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Oh nein. Was? Mit dem Schneemobil kommt man nicht über die Hängebrücke. Also hat sie es auf der Seite des Tempels geparkt und die Brücke dann zu Fuß überquert. Hui. Hui. Das klingt logisch. Aber seltsam ist, dass, als ich Iris verlassen habe und zum Hakuna Matata-Tempel zurück bin... Da habe ich nichts bei der Dämmerbrücke gesehen. Du musst es einfach übersehen haben, Schwester. Vielleicht, aber als ich wieder zum Hakuna Matata-Tempel war, stand es da bei dem Haupttor. Ich meine das Schneemobil, nicht das Tor. Ich weiß, was ich gesehen habe. Jetzt war es auch mit Schnee bedeckt. Oh weh. Aber das ist unmöglich. Ruhe im Rechtssaal. Was soll das bedeuten? Gut. Wofür wurde das Schneemobil dann benutzt? Es wurde nicht von der Angeklagten genommen, als sie zum inneren Tempel ging. Wenn dem so gewesen wäre, hätte es die Zeugin unmöglich bei dem Tor sehen können. Außerdem ist es nicht vom Mörder benutzt worden, um die Mordwaffe zu entsorgen. Wenn das der Fall gewesen wäre, würde es auf diesem Foto zwei Spuren geben. Wir wissen nur, nachdem es aufgehört hatte zu schneien, fuhr jemand mit dem Schneemobil zum Hasakura-Tempel zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ein Schneemobil so viele Probleme bereiten könnte. Oh, ich schlaf schon wieder. Oh, ich bin wieder wach. Ich denke, wir sind dank der Zeugen an diesem Punkt angelangt. Ja. Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich habe euch alles gesagt. Alles, was ich weiß. Na schön. Jetzt haben wir es aber immer noch mit demselben Problem zu tun. Wenn es doch jemanden gäbe, eine Zeugin, der das Schneemobil gesehen hat. Ein Zeugen. Ja, aber es ist der niemanden, der an jenem Abend bei der Dämmerbrücke spazieren ging. Oh nein. Ja. Ich denke, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Es war so kalt, dass einem die Ohren hätten abfrieren können. Nur ein Idiot würde in dieser Kälte draußen herumwandern. Es sei denn, er hätte etwas wirklich Wichtiges zu erledigen gehabt. Schade. Moment. Da fällt mir was ein. Loris. Es gab an jenem arktischen Abend womöglich einen solchen Idioten. Euer Ehren? Ich habe eine Idee. Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Was? Wirklich? Du weißt, wer das Schneemobil am Mordabend gesehen haben könnte. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er es gesehen hat. Aber es gibt zwei Dinge, die mir zu ihm einfallen. Die wären? Er ist ein Idiot. Erstens, hat er am Mordabend etwas Unglaubliches gesehen? Und zweitens? Dieser jemand, an den ich denke, ist an jenem kalten Abend draußen rumgewandert. Mit anderen Worten, er ist der Idiot, den wir suchen. Geil gesagt. Herr Elchwer, wer ist dieser Idiot, von dem Sie da reden? Ist aber... Dieser Typ stammt wohl aus Jean-Luc de la Duc's Buch der widerwärtigen Malerei. Das ist Larry Butz, der Schüler des Opfers, Elise Duxnim. Ihr Schüler? Interessant. Warum ist er am Mordabend rumgewandert? Entschuldigung. Weil... Ich könnte von seinen Plänen für Iris erzählen.
Aber das könnte ihn seine Glaubwürdigkeit kosten, noch bevor ich ihn aufrufe. Er ist schließlich Künstler. Vielleicht suchte er in der Schneelandschaft etwas, das ihn bewegen würde. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das der Grund war. Und dieser unglückliche, unverlässlich aussehende Mann. Was genau hat er denn gesehen? Das würde ich gerne in diesem Gerichtssaal von ihm erfahren. Bringen Sie diesen jungen Mann sofort her, ja. Mir bleibt keine andere Wahl, oder? Ich glaube, dass er sich bei dieser Verhandlung in der Galerie aufhält. Es wird nicht lange dauern, ihn aufzurufen. Gut. Larry. Suit Larry. Du magst mir gestern vielleicht entwischt sein. Aber heute werde ich alles aus dir rausquetschen. Hatte der nicht auch 1000 Schlösser? Das Gericht zieht sich für eine Pause von 20 Minuten zurück. Frau von Karma, bitte kümmern Sie sich darum, dass der nächste Zeuge vorbereitet ist. Verstanden, Euer Ehren. Gut. Also gut, das Gericht macht jetzt eine Pause. Mahlzeit. Ja, leider haben wir den Teil noch nicht abgeschlossen. Haben wir noch ein paar Minuten. Deswegen speichern wir jetzt mal und schalten unser System nicht aus. Juhu. Juppie, juchhe. 9. Februar, 11:15 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Entschuldigen Sie, Herr Edgeworth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Iris, wir haben nur 20 Minuten. Es gibt zwei Dinge, die ich Sie fragen muss, bevor es weitergeht. Okay, ich helfe Ihnen so gut ich kann. Erstens, über den Abend sind Sie wirklich nicht zum inneren Tempel gegangen, ja? Die letzte Zeugin behauptete, Sie im Trainingsraum getroffen zu haben. Eine von Ihnen beiden, entweder Sie oder Schwester Bikini, lügt. Edgeworth, es ist so, wie ich es gestern schon gesagt habe. Bis zum Vorfall selbst war ich in meinem Zimmer im Hakuna Matata-Tempel mit Timon und Pumba. Na schön. Dann also die zweite Sache. An jedem Abend wurde das Schneemobil benutzt, in der Zeit zwischen Schwester Bikinis Rückkehr zur Haupthalle und den von ihr bezeugten Mord. Irgendwann zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr an jenem Abend. Waren Sie diejenige, die das Schneemobil benutzt hat? Es gibt nur einen Schlüssel für das Schneemobil. Die einzige Person, die es benutzt haben könnte, war ich. Also waren Sie es. Aber warum? Warum sind Sie zur Dämmerbrücke gefahren? Tut mir leid, Herr Edgeworth. Oh nein. Jetzt hier und sofort? Ja, nee, ist klar. 5 Stück. Junge. Iris. Ich kann nicht darüber sprechen. Noch nicht. Noch nicht? Nicht, bis Ihre Sicherheit bestätigt ist. Ihre? Die Sicherheit der Akolyten. Akolyten. Sie muss Maya meinen. Oh nö. Iris, sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir die Wahrheit. Haben Sie Elise Düxnim getötet? Was auch immer passiert. Ich könnte niemals jemanden töten. Wie ich es mir dachte. Keine Psychoblockade. Also gut. Mein Job ist, die Wahrheit herauszufinden. Das werden Sie selbst noch früh genug erkennen. Ja, super. Was ist denn jetzt mit der Blockade? 9. Februar, 11:36 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 7.
Das Gerücht ist wieder versammelt. Frau von Karma, wo ist die Zeugin? In der Pause wurde ein Mann wegen verdächtigen Verhaltens auf der Galerie festgenommen. Verdächtigen Verhaltens? Er zeichnete etwas, sehr konzentriert. Dürfte ich fragen, was der Zeuge zeichnete, als er festgenommen wurde? Er zeichnete eine furchterregende Frau mit dämonischer Fratze und brutaler Peitsche. Oh. Ich kann mir nur vorstellen, dass er versucht hat. Aua. Jedenfalls ist es Zeit, diesen armseligen Künstler vor diesem Gerücht zu zerren. Loris, Duxnim, ich hoffe, du bist bereit. Komm herein. Diese Peitsche wird heute wohl noch viel Verwendung finden. Ach, dass die immer sowas hier mit einbauen, ich finde das furchtbar. Du warst du, oder? Deine Zeichnung wirklich? Ist eine Missachtung dieses Gerichts. Du wolltest abhauen, als der Gerichtsdiener dir die Vorladung geben wollte, nicht? Hör mal, ich bin nur ein junger Künstler da draußen in den Bergen, der übt, Junge. Ich bin nur hier in der Stadt, weil mir die grüne Farbe ausgegangen ist. Oder das Veronesse grün. Aha. Larry, das hier ist kein Geschäft für Künstlerbedarf, oder? Ah, ich weiß, ja, ich habe mein Abi gemacht, okay? Was? Weißt du, bei der Kunst geht es darum, auf dem Feld zu arbeiten, nicht wahr? Auf dem Feld zu arbeiten? Ich denke, er wollte sagen, Feldarbeit betreiben. Hoffe ich zumindest. Das ist es, danke, Kumpel. Ah, ist irgendwie traurig, dass ich seinen wirren Satz verstehen konnte. Ich kam zufällig hier vorbei, ja, und habe ein wunderbares neues Modell gefunden. Die Peitschenfrau. Versteht ihr? Ich habe mit diesem Fall rein gar nichts am Hut, überhaupt nichts. Ich erwarte rote Gesichter, wenn ihr euren Fehler bemerkt. Knallrote Gesichter. Oder fachlich ausgedrückt, karminrot. Autsch, meine Güte, jetzt ist doch mal gut. Hör mit deinem armseligen Gestammel auf und sag wie ein Mann aus. Hören Sie auf damit. Aufs Kreuz peitschen ist genauso schlimm wie aufs Kreuz legen. Zeuge, das war alles Ihre Schuld. Sagen Sie jetzt aus. Das ist fast zu viel für mich. Ja, Freunde, und was wir hier erfahren, erfahren wir erst in der nächsten Folge, was ich gesehen habe. Bis dann, NRW bei 18, adieu. Auf Wiedersehen und tschüss.